Jo Leute, damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Ich zeige euch heute wie immer, was in den neuen Shop reinkommen wird. Und an der Stelle nochmal ganz kurze Info. Heute um 22 Uhr gibt es das Live-Event. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ganz kurz mal auf den Shop drauf und dann mal schauen, was heute reinkommt. Hier gibt es auf jeden Fall nochmal die zwei Pakete zurück. Und heute wird es dann auf jeden Fall den letzten richtigen Shop geben. Denn heute um 22 Uhr gibt es ja das Live-Event. Sehr, sehr nice Sache. Davor könnt ihr noch gerne ganz kurz ein Abo lassen. Ihr seht auch in der neuen Season immer den neuesten Shop und alles rund um Fortnite auf dem Kanal. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, was heute reinkommt. Und mal schauen. Okay, das Spinnpaket ist noch hier. Da drüber gibt es den Cloak Shadow. Okay, okay. Das ist neu. Interessant. Das sieht schon mal sehr komisch aus. Und hier der Renegade zurück. Oh, neuer Skin. 5 neue Skins. Okay, also da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz links mit dem der Renegade im Mode an. Das spiele ich mal ganz kurz ab. Ich denke, das sollten die meisten auch noch kennen. Ist nach einem knappen Monat zurück. Ultra nicer Tanz. Daneben gibt es einmal das Frostausrüstungspaket. Ich weiß gar nicht, das ist schon alt, aber konnte man das jemals so richtig im Shop holen? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist das auch nochmal hier zurück. Mit einmal hier der Kaltherzighacke. Dann noch mit der Frostschnabelhacke. Und dann noch mit den Frostfedern. Muss also eigentlich schon sehr alt sein. Das ist nämlich aus der Season 7. Also können schon uralt sein. Ich weiß gerade leider nicht genau, wie lang das her ist. Dann gibt es daneben einmal den Remnräuber. Ein neuer Skin aus dem Bettbrigade-Set. Okay, der hat hier direkt mehrere Stile. Oh, das ist sehr nice. Das gefällt mir ultra gut. Dann kann man hier noch die Maske an- und ausstellen. Okay, ultra cool. Das ist hier der erste neue Skin. Dann gibt es einmal noch hier den Schlummermeister, auch in diesen drei Stilen. Und dann gibt es noch den Kissenkapitän, auch in den drei Stilen. Und noch den Sergeant Schnarch. Okay. Und dann noch den Nickerchen. Okay. Muss ich sagen, sind coole Skins. 5 neue Skins gibt es dann auch nochmal hier. Dann gibt es ansonsten einmal das traumhafte Team. Ein Paket. Okay, einmal mit einem Rückenteil. Mit einem zweiten Rückenteil. Einem dritten Rückenteil. Und hier eine Hacke und zwar Plüschprügler. Dann gibt es einmal noch die Frittenkeulen. Und noch die Nachtbiss. Okay. Passt also alles sehr, sehr gut zu den Stilen. Und man kann hier dieses Rückenteil noch verändern. Okay, ganz cooles Paket. Kann man sich hier auch nochmal einzeln holen. Das sind dann auch schon die gesamten vorgestellten Gegenstände. An der Stelle könnt ihr gerne ganz kurz mal rechts unten hier auf eine Schütze einen Quader klicken und den Code DETOR hingeben. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir gehen schon zu den täglichen Gegenständen, wo es einmal den Cloak Shadow gibt. Ganz cooler Skin. War zuletzt vor einem Monat im Shop. Muss ich sagen, ist cool und sehr, sehr nice animiert. Dann gibt es einmal Experte nochmal. Die ist auch schon sehr, sehr oft im Shop gewesen. Gefällt mir auch ganz gut. Einfach dieser Lehrerin-Look. Auch nochmal nach 2 Monaten zurück. Dann gibt es einmal hier Warnung des Herolds. Musikstück von gestern. Dann gibt es einmal noch gut geölt. Auch schon älter. Nach 250 Tagen zurück. Ganz nice. Und dann gibt es einmal Lama Kadabra. Ist nach einem knappen Monat zurück. Muss ich sagen, auch mega cool hier mit dem Lama, was beschwört wird. Mega nice. Dann jetzt einmal noch am Wasser gebaut. Nach einem Wunder zurück. Und ist auch wirklich sehr, sehr oft im Shop. Ansonsten gibt es dann hier noch das Paket von gestern. Das Spinnpaket von Benji Fishy mit der Sirene, mit dem Rückenteil. Hier der Hacke. Der Lackierung und hier dem Hängegleiter. Und ansonsten, wie gewohnt, natürlich hier der riesige Marvel-Shop und ganz unten die zwei Pakete. Das war es auch schon mit dem Shop. Ist so gesehen der letzte richtige Shop vor der neuen Season 5.